Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Häkelvideo. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir diese XXL Einkaufstasche ganz leicht und schnell selbst herstellen können. Ihr benötigt dazu einen Farbverlaufsbobbel mit 100 Gramm, ca. 500 Meter Lauflänge, vorgefertigte Taschengriffe nach Wahl, eine Häkelnadel Nummer 3,5. Und ihr könnt euch zusätzlich auch noch die schriftliche Anleitung, die ich euch unten in der Infobox verlinkt habe, ausdrucken. So, die Tasche wird von unten nach oben in einem Stück gehäkelt. Wir beginnen unten mit einem klassischen Granny Square. Immer drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen. Und in der Runde 16 wird zum ersten Mal vorbereitet für hier diese Zackenabnahme und die Runde 17 wird dann, bis der Bobbel fertig ist, immer wiederholt. Ich möchte gar nicht lange herumreden, sondern würde sagen, wir starten gleich. Wir schnappen uns unsere Wolle und die Häkelnadel Nummer 3,5, machen einen Magic Ring und hier drei Luftmaschen hinein. Arbeiten noch zwei Stäbchen. Eins. Zwei. Machen drei Luftmaschen für die erste Ecke. Häkeln jetzt nochmals drei Stäbchen in diesen Magic Ring. Eins. Zwei und drei, wieder drei Luftmaschen für die zweite Ecke, wieder drei Stäbchen, eins, zwei, drei, drei Luftmaschen für die dritte Ecke, noch drei Stäbchen, eins, zwei, drei, häkeln wieder drei Luftmaschen für die vierte Ecke. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ziehen den Magic Ring zusammen und verbinden das Ganze im ersten Stäbchen mit einer Kettmasche. Um das klassische Granny Square jetzt weiter zu häkeln, machen wir in das nächste Stäbchen und in den ersten drei Luftmaschenraum jeweils eine Kettmasche. So können wir die Runde hier aus der Ecke beginnen. Das bleibt bis zum Taschenende immer so gleich. Diese vier Ecken, die werden immer genau gleich gehäkelt. So, jetzt machen wir hier noch zwei Stäbchen hinein plus drei Luftmaschen für die erste Ecke und nochmals drei Stäbchen. So haben wir die erste Ecke gehäkelt. Für den Zwischenraum machen wir hier eine Luftmasche und häkeln jetzt in die nächste Ecke. Wieder drei Stäbchen, drei Luftmaschen und drei Stäbchen. Eins, zwei, drei, drei Luftmaschen und noch drei Stäbchen. Eins, zwei, drei, eine Luftmasche wieder für den Zwischenraum, in die nächste Ecke wieder drei Stäbchen, drei Luftmaschen und drei Stäbchen. Eins, zwei,
3, noch 3 Stäbchen, 1, 2, 3, eine Luftmasche für den Zwischenraum und in die letzte Ecke wieder 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. 2, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen, 2, 3. Machen für den Zwischenraum eine Luftmasche und verbinden das Ganze im ersten Stäbchen mit einer Kettmasche. Hier wäre die Runde 2 zu Ende. Und nun zeige ich euch die dritte Runde und nach diesem Schema wird dann immer weiter gehäkelt. Bis, also für die Tasche, bis zur Runde 15. Wir machen in das nächste Stäbchen eine Kettmasche und in diesen 3 Luftmaschenraum der Ecke eine Kettmasche. Wir beginnen nun mit der Runde mit 3 Luftmaschen als Ersatz erstes Stäbchen. Und häkeln hier 2 Stäbchen hinein. Noch 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 für die erste Ecke. Und in denselben Luftmaschenraum, also in die Ecke von vorhin, noch 3 Stäbchen hinein. Eine Luftmasche für den Zwischenraum. Und in den Zwischenraum, also in den Einluftmaschen-Zwischenraum, häkeln wir einfach 3 Stäbchen. 2, 3 und eine Luftmasche für den Zwischenraum. Hier in die Ecke wieder 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. So, ein Stäbchen, 2 Stäbchen. 3 Stäbchen, 1, 2, 3 Luftmaschen und noch 3 Stäbchen. Eine Luftmasche für den Zwischenraum und in den Einluftmaschen-Zwischenraum der Vorrunde 3 Stäbchen. Wieder eine Luftmasche für den Zwischenraum und in die Ecke wieder 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. 2, 3, 1, 2, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Eine Luftmasche für den Zwischenraum und in den Einluftmaschenraum der Vorrunde 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und hier kommt die Ecke. Ich hoffe, ihr seht das. So wächst nämlich unser Granny immer weiter. In der Vorrunde hatten wir nur einen Luftmaschenraum. Hier in der nächsten Runde haben wir dann schon zweimal einen Luftmaschenraum. Und so vergrößert sich das Granny mit jeder Runde. Wir machen noch schnell zusammen diese Runde fertig. 2 Stäbchen, 3 Stäbchen, 1, 2, 3 und noch 3 Stäbchen. 2, 3. Eine Luftmasche und in den Einluftmaschenraum 3 Stäbchen. Wir machen wieder eine Luftmasche für den Zwischenraum und schließen das Ganze mit der Kettmasche in das Stäbchen. Machen wieder in das
nächste Stäbchen eine Kettmasche und in den drei Luftmaschenraum eine Kettmasche. So können wir jede Runde hier genau in der Ecke beginnen. Das Ganze in diesem Schema häkeln wir jetzt weiter bis eingeschlossen Runde 15 und wir sehen uns dann bei Runde 16 wieder. Dort beginnen wir dann, also das ist dann so groß, und dann beginnen die Ecken bleiben gleich und in der Mitte beginnen wir dann mit der Abnahme. Nachdem wir jetzt 15 Runden im klassischen Granny Style Muster gehäkelt haben, kommen wir nun zu der 16. Reihe und wir beginnen mit der Formung der Taschenform. Wir machen in der Runde 16 wie üblich die Kettmaschen, um in der ersten Ecke anzufangen, häkeln drei Anfangsluftmaschen und in die erste Ecke noch zwei Stäbchen. Zusätzlich in diese Ecke noch drei Luftmaschen, drei Stäbchen und noch eine Luftmasche für den einen Luftmaschenzwischenraum. 2, 3, eine Luftmasche für den Zwischenraum und in die nächsten 6 Ein-Luftmaschenräume häkeln wir jeweils 3 Stäbchen und eine Luftmasche. 1, 2, 3, eine Luftmasche. 1, 2, 3, eine Luftmasche. 1, 2, 3, eine Luftmasche. 1, 2, 3 und noch eine Luftmasche. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 noch zweimal. 1, 2, 3, eine Luftmasche. Und beim sechsten auch 1, 2, 3, eine Luftmasche. Ihr könnt hier natürlich auch Maschenmarkierer verwenden und euch das Ganze markieren. Hier in der 7. und 8. Masche häkeln wir jeweils 3x ein zusammen abgemaschtes Stäbchen. Also wir haben die Luftmasche gemacht, fahren in den nächsten Einluftmaschenraum hinein, häkeln wir das erste Stäbchen, nehmen den Umschlag, häkeln wir das zweite Stäbchen, machen wieder einen Umschlag und häkeln wir ein drittes Stäbchen und jetzt maschen wir diese drei Stäbchen zusammen ab. Machen noch eine Luftmasche für den Zwischenraum und wiederholen das beim nächsten Einluftmaschenraum genauso. 2, 3, 3 zusammen abgemaschte Stäbchen und eine Luftmasche. Hier könnt ihr euch diese Masche auch mit einem Maschenmarkierer markieren, denn das ist die Masche bzw. der Luftmaschenzwischenraum, den wir immer auslassen. Denn bis jetzt haben wir das Granny immer vergrößert und ab jetzt gibt es keine Zunahmen mehr, damit die Tasche schön von unten vom Boden nach oben wächst. In die nächsten 6 Einluftmaschenräume häkeln wir wieder wie gewohnt 3 Stäbchen und eine Luftmasche. Die Ecke wie gewohnt 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Das Ganze wiederholen wir jetzt an den anderen 3 Seiten. Genauso und danach sehen wir uns gleich wieder.
Nun kommen wir zu Runde 17 und diese wird danach stetig wiederholt. Ich zeige euch jetzt hier wieder die eine Seite und immer die Runde komplett im gleichen Schema fertig machen. In die Ecke kommen weiterhin immer drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen und hier in der Mitte wird es immer eine Masche übersprungen. Aber wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. So, wir beginnen mit der Runde 17 und häkeln in die nächste Masche noch eine Kettmasche in den drei Luftmaschenraum. Arbeiten wie gewohnt unsere erste Ecke mit drei Anfangsluftmaschen, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen und noch drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Machen eine Luftmasche für den Zwischenraum und häkeln in die nächsten sechs Einluftmaschenräume jeweils drei Stäbchen eine Luftmasche. Drei Stäbchen, eins, zwei, drei, eine Luftmasche, 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 eins, zwei, drei, vier, und noch beim sechsten Einluftmaschenraum drei Stäbchen, eins, zwei, drei, eine Luftmasche. In den Einluftmaschenraum vor den drei zusammen abgemaschten Stäbchen häkeln wir auch drei zusammen abgemaschte Stäbchen. Eins, zwei, drei, zusammen abmaschen und eine Luftmasche. Den Luftmaschenraum zwischen den drei zusammen abgemaschten Stäbchen lassen wir aus und häkeln in den darauffolgenden wieder drei zusammen abgemaschte Stäbchen. Zwei, drei, zusammen abmaschen und eine Luftmasche. So entsteht dann unser Tascheneck. Richtig sichtbar wird das erst drei, vier Runden später. Und in die restliche Runde, also Seite von dieser Runde, wieder jeweils drei Stäbchen und eine Luftmasche als Zwischenraum. So, das Ganze wiederholen wir jetzt bei allen Seiten und diese Runde wird stetig wiederholt. Zur kleinen Erinnerung, unten in der Infobox habe ich euch auch nochmal die schriftliche Anleitung. Die könnt ihr natürlich auch gerne verwenden. So, nachdem wir die Runde 17 einige Male wiederholt haben, ist die Tasche eigentlich fast fertig. Ich habe hier insgesamt, also von Beginn bis zur letzten Runde, sind insgesamt 36 gehäkelte Runden. Der Bobbel war danach fertig. Viel übrig, ich zeige das mal schnell, viel übrig ist nicht davon, also wirklich nur ein kleiner Faden.
Und die Tasche misst, ich finde es etwas schwierig zu messen, durch die Zacken oben, aber im Durchschnitt hat die Tasche ja, an der schmalsten Stelle 40 und hier oben 47 cm. Als ein schönes XXL-Prachtexemplar. Nun für den Abschluss, um das Ganze fertig zu machen. Also ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt entweder Henkel dran häkeln, einfach mit festen Maschen, Luftmaschenkette, feste Maschen oder Stäbchen. Ihr könnt auch aus Makramee Bänder machen. Ich habe hier vorgefertigte Leder, Riemen, nein, Riemen sind es nicht, Taschengriffe und die werden hier oben immer an der Spitze befestigt. Also hier an diesen zwei Spitzen und natürlich auf der Außenseite von der anderen Seite auch. Danach ist unsere Tasche im Granny Style fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Die wichtigen Infos findet ihr unten auf der Infobox. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr kein neues Video verpassen möchtet, aktiviert auch noch kostenlos die Alarmglocke. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.